Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt mal wieder ein Full Life Eating, da euch das unbedingt gewünscht habe. Und ja, also wir nehmen uns jetzt ein bisschen auf dem Weg mit, da wir jetzt aktuell probieren, wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, mehr Fette zu konsumieren. Da im letzten Video haben wir euch erzählt, oder in dem vorletzten Video, oder haben wir euch erzählt, dass wir, also haben wir euch erzählt, wie es beim Frauenarzt war, was bei rausgekommen ist, warum wir unsere Periode seit über einem Jahr nicht mehr haben. Und ja, jetzt auf jeden Fall ein Full Day of Eating. Viel Spaß damit. Also wir filmen das jetzt übrigens am Abend davor, denn morgen gehen wir wieder auf Arbeit, aber nur bis mittags. Und deswegen gibt es früh nur ein Proteinriegel. Und zwar essen wir diesen Proteinriegel zum Frühstück. Der ist von Iron Max mit dem Code TWINS10. Spart ihr 10%. Oder manchmal gibt es auch richtig geile Aktionen. Und da wir schon 12:30 Feierabend haben, trinken wir auf dem Rückweg einen BCAA und ja, dann seht ihr dann, wie wir zu Hause uns Mittag machen werden. Und ja, morgen steht, also heute sozusagen, steht zweimal Training auf dem Plan, einmal Krafttraining, abends ein Akrobatiktraining. Ja, aber wie ihr wisst, befinden wir uns gerade im Deload und ja, also wir wünschen euch viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann sozusagen zum Mittagessen wieder. Und wir sind jetzt zurück von der Arbeit, es ist jetzt 13.30 Uhr und wir bereiten uns jetzt unser Pre-Workout vor. Danach gehen wir mit Maya Gassi und dann wird trainiert. Aber jetzt ist mal unser Pre-Workout. Es gibt Gurke, Banane, Apfel, Mandarine, Tomaten und Magerquark. Und ja, genau. Das bereiten wir zu und dann seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht. Und Zucker drüber, natürlich Zucker Zero, Leute, ihr wisst Bescheid. Also den hier, mit dem Cold Cream, den spart hat übrigens. Also können wir sehr empfehlen, schmeckt extrem geil und hat wieder keine Kalorien. Also wir benutzen den wirklich sehr, sehr oft. Also der, wir müssen den schon öfters bestellen. Ja, also natürlich nicht in Massen, aber regelmäßig, wie gesagt. Also so, wir zeigen mal. Einmal haben wir hier einen Apfel, Tomate, dann Gurke, Mandarine, ja, alles geschnippelt, Banane, Magerquark, gesüßt mit den Flavor Drops, dem Geschmack Vanille. Da spart ihr was auch mit TWINS10, immer von Iron Max. Und ja, das salzen wir einfach ganz einfach mit Pommes-Salz, also zumindest die Gurke und die Tomate, damit wir nachher natürlich ordentlichen Pump im Training haben. Und weil es einfach leckerer so ist. Ja. Die Mayonnaise auch mit dabei. Nein, wir gehen gleich, Gassi. Auf jeden Fall, wir können euch auch sehr empfehlen, euer Gemüse zu salzen, wenn ihr nicht so gerne Gemüse esst, denn damit schmeckt es einfach tausendmal geiler. Wir essen gerne Gemüse, nur Tomate und Gurke salze ich immer gerne mal. Ansonsten brauche ich es jetzt nicht immer. So. Ja, Pommes Salz einfach leben, Leute. Also einfach Wasser, Haferflocken in die Mikrowelle. Dann nach mir richtig geil. 50 Gramm Proteincreme von Iron Max, also ohne Zucker und mit Eiweiß, also mega geil. Dann eine Banane, eine halbe Banane dazu. Wieder einen Proteinriegel, ein Proteinshake und Wasser. Und dann gibt es auch gleich noch was. Aber ja, nicht wundern, nach dem Training wieder an Trainingssachen, denn ja, gleich geht es zum nächsten Training, nämlich zum Akrobatiktraining. Aber erstmal schnell das gegessen. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Aber das seht ihr gleich. So geil, Leute, ohne Mist. Geil. Sehr geil. Und jetzt gibt es noch eine Schüssel Cornflakes
Da sind vier verschiedene Sorten Cornflakes drin. Ihr seht ja so ein bisschen. Und dazu Milch. Um auch ein paar Fette zu konsumieren, denn wir haben schon gemerkt, dass wir heute sehr, sehr wenig Fette haben. Deswegen ist es ja sehr fettlastig, aber wie gesagt, wir achten jetzt wirklich drauf. Ja. Und es hat auf jeden Fall schöne Kohlenhydrate. Und Leute, so ungesund ist es jetzt gar nicht. Ich glaube, Schokoriegel oder sowas ist ungesund. Hier war es gar nicht der Cornflakes-Mischer, aber mittlerweile irgendwie mische ich gerne. Also, es wird jetzt gegönnt. Also Leute, es ist jetzt schon 21:15 Uhr, wir haben gesagt, noch Training, weil noch Einkommen, deswegen ist es zu spät. Deswegen wollen wir es zu spät noch nicht so viele Kalorien essen, weil es ist nicht schlimm, wenn wir heute ein bisschen weniger essen, weil wir morgen sowieso ein bisschen mehr werden, essen werden, weil Wochenende ist und wir ein Video auch drehen. Und die Eier sind fertig. Oh shit. Deswegen ist schon auch, wenn wir heute etwas weniger essen werden wahrscheinlich, weil wir jetzt auch nicht so spät. Weiß nicht, nicht das Bedürfnis haben, so viel zu essen. Deswegen gibt es zwar. Ist nämlich schon einfach so. Deswegen gibt es jetzt Toast, Ei und noch ein Proteinriegel. Ich weiß, es ist heute ziemlich proteinriegellastig, aber heute sind wir irgendwie voll schlecht über unser Eiweiß gekommen. Und deswegen, also sonst essen wir eigentlich immer nur einen am Tag ungefähr, jetzt sind es irgendwie drei am Tag. Und normalerweise kennt ihr uns, dass wir sehr viel Tiefkühlgemüse und allgemein auch Gemüse essen. Heute haben wir jetzt nur unsere 500 Gramm in Folge von Gurke und Tomate zusammenbekommen. Normalerweise ist es anders, aber heute ist Freitag und es bedeutet Stress. Ja, Stress, andere Zeiten, wir hatten zweimal Training, deswegen war das heute sehr stressig. Und die Kombinationen sind jetzt auch sehr komisch, aber wie gesagt, wir wollen auf uns Fett zu kommen und das sieht dann mal so aus. Ja. Auf jeden Fall essen wir das jetzt noch und dann nehmen wir noch unsere Supplemente. Ihr wisst Bescheid welche. Übrigens, Kreatin ist auch mit am Start. 5 Gramm am Tag. Bald kommt mal ein Update dazu, wie es sich entwickelt hat. Und auf jeden Fall werden wir jetzt essen und melden uns dann gleich nochmal. Oder alles. Wir machen das Ei jetzt natürlich noch auf das Toast. Und das geben wir uns jetzt noch mit einem Glas Wasser. So Leute, das war's mit diesem Video. Wir sagen euch jetzt nochmal die Gesamtkalorien an. Also wir hatten jetzt knapp 2400 Kalorien gegessen. 259 Gramm Kohlenhydrate, 163 Gramm Eiweiß und 72 Gramm Fett. Also wie ihr seht, haben wir jetzt wirklich deutlich mehr Fette konsumiert als in den letzten Full Day Eating. Ihr könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt echt drauf achten und nicht wundern, dass wir, wie gesagt, relativ wenig Kalorien gegessen haben. Normalerweise essen wir um die 2800 bis 3000. Heute haben wir sogar noch mehr verbrannt, also heute hätten wir locker 3000 Kalorien essen können. Wir haben gestern zum Beispiel 3000 Kalorien gegessen und die Woche eigentlich auch davor. Ja. Heute ein bisschen weniger, weil es, wie gesagt, ein bisschen stressig war und wir morgen wahrscheinlich eben mehr essen werden. Deswegen gleicht das dann aus. Ja. Also, das war's mit diesem Video. Schaut bei uns gerne bei Instagram und TikTok vorbei, da seht ihr auch öfter mal, was wir so essen. Und genau, das war's mit dem Video und ciao!